Die derzeitige Wirtschaft kämpft mit irrsinnigen Problemen, mit Wettbewerbsnachteilen durch die CO2-Besteuerung und auch durch andere Belastungen. Wir haben in Österreich derzeit eine Abgabenquote von über 43% und gleichzeitig wird schon wieder über weitere Belastungen gesprochen. Die SPÖ hat weitere Belastungen vor, die ÖVP hat die großen Belastungen in den letzten Jahren mit den Grünen gemeinsam geschaffen. Das, was jetzt notwendig ist, das ist ein Kurswechsel, das ist ein klares Bekenntnis zum Wirtschafts- und Industriestandort Österreich, vor allem hier in Oberösterreich. Was ist mir wichtig auf der Metaebene zu betonen aus freiheitlicher Sicht, aus Sicht eines freiheitlichen Politikers auf Landesebene in einem Industriebundesland wie Oberösterreich? Ein ganz klares Nein zu neuen Steuern. Wir fordern auch die Abschaffung der CO2-Steuer, so wie sie gestaltet ist. Es ist eine irrsinnige Belastung für den Wirtschaftsstandort. Wir werden dadurch immer wettbewerbsunfähiger durch diese CO2-Steuer und natürlich durch die Abgabenlast an und für sich. Die richtigen Quellen aus Brüssel kommen erst. Eurotaxonomieverordnung, Renaturierungsgesetz, Entwaldungsverordnung, Lieferkettengesetz. Und das ist ja eigentlich gesetzlich alles auf Schiene. Hier ist der Lösungsansatz der Partei, dass man diese Dinge auch wieder einmal neu verhandeln muss. Ich muss einfach sagen, es hat sich die Position verändert. Und bei der Wirtschaftskammer sehen natürlich sehr viele, ich glaube auch, dass die Wahlbeteiligung deswegen so niedrig ist, die Wirtschaftskammer einfach ist Vorfeldorganisation der ÖVP. Momentan ist natürlich noch immer die politische Vereinnahmung der Sozialpartner in der Arbeiterkammer und in der Wirtschaftskammer. Es gibt ja so gut wie nur rote und schwarze Spitzenfunktionäre, es kommen andere eigentlich kaum vor. Wir müssen einfach wieder mal realistisch sein und sagen, jawohl, Umweltpolitik, alles, keine Frage, aber es ist mit Maß und Ziel und wir müssen schauen, dass wir wieder mal alle an einen Strang ziehen und die freiheitliche Wirtschaft und die freiheitliche Partei hat da einfach sehr viele Lösungsansätze und mit dem neuen Wirtschaftsprogramm sehr gute Lösungsansätze.